Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen. Ihr habt sehr lange nichts von uns gehört. Das hat auch einen Grund. Das liegt daran, dass wir keine Zeit hatten. Wir haben viel zu tun gehabt. Die Selina, unsere Kleine, ist 18 geworden. Und dann mussten wir alles vorbereiten, haben uns darum gekümmert, hatten noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Wollten eigentlich auch ein kurzes Video über den 18. machen, aber hat sich irgendwie nicht ergeben. Wollten euch nicht damit langweilen. Aber jetzt sind wir zurück. Und zeigen euch ein bisschen was von uns, was ihr noch nicht wusstet. Und zwar, wir haben, beziehungsweise die Kerstin hat die letzten Jahre vor Corona regelmäßig im Theater mitgespielt. Und zwar bei der Volksbühne hier in Worms. Und da haben wir immer das Wintermärchen aufgeführt. Und da habe ich auch einmal mitgespielt, das ist schon ein paar Jährchen her. Da war sie gerade schwanger mit dem Ilias. Da habe ich das tapfere Schneiderlein gespielt. Und ja, jetzt sind wir hier beim Aufbau. Wir zeigen euch ein bisschen was hinter den Kulissen. Das Gröbste ist schon getan. Heute ist Samstag, deswegen konnte ich mitmachen. Gestern war Freitag, musste ich arbeiten. Aber gut. Ja, wir zeigen euch so ein bisschen was. Wir nehmen euch so ein bisschen mit. Und hoffen, es gefällt euch, dass ihr mal ein bisschen seht, wie es hinter den Kulissen so läuft. Ja, ansonsten was zu sagen. Wir spielen dieses Jahr nicht mit. Wir sind nur Zuschauer. Die Kerstin spielt auch nicht mit. Das ist das erste Mal jetzt, dass sie nicht mitspielt. Die letzten 2 Jahre ist sie ausgefallen. Und ja, ansonsten war's das. So, hier stärken sich alle. Frühstück ist jetzt weggeräumt. Aber wenn man Hunger hat, kann man noch mal in den Kühlschrank. Oh, ist der direkt in der Nähe vom Bahnhof. Kaffee. Gehen wir in die Umkleide. Noch eine. Eine Trompete. Wunderschön. Perücke. Gruselig. Ja, hier hängen schon ein paar Klamotten. Und jetzt geht es darum, ob beide Stühle abgedeckt werden oder nur einer. Der Regisseur möchte nur einen. Wir machen einfach zwei. Wir decken beides ab, weil der Stuhl... Ist er hübsch? Was sagt ihr? Findet ihr den Stuhl so hübsch oder soll er lieber so abgedeckt werden? So lange wie wir. Immer noch ein bisschen Kulisse. Das ist die zweite Bühne, das ist der zweite Wagen. Sprich, wenn gewisse Szenen abgedreht sind, dann fährt von hier der Wagen wieder rein. Abgedreht, sage ich schon. Stattgefunden haben, der Vorhang geht dann zu und der Wagen fährt dann schön auf den Schienen raus und man hat in 5 Minuten die komplette Kulisse gewechselt. Wahnsinn. Kabel. Ganz viel Kabel. Also ein Theater ist schon heftig, ne? Und das ist nicht mal ein Riesentheater. Ich glaube, pro Vorstellung gehen rein 500? Ich glaube schon 500 oder 700, je nachdem. Müssen wir nochmal nachfragen, aber so um den Dreh ist es. Also schon ordentlich was.
Für alle, die mal wissen wollten, wie es hier so hinter den Kulissen aussieht, hier ist der Eingangsbereich, das Foyer, die Garderobe. Dann geht es hier nach oben. Können wir auch gleich nochmal hin. Aber ich zeige euch mal die interessanten Sachen. Dinge, die ein Besucher in der Regel nicht zu sehen bekommt. Hier geht es dann in den Saal. Hier auch. Wir gehen aber hier lang. Kein Zutritt. Hallo. Guten Tag. Ja, gehen wir mal hier weiter. Andere Seite. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Können wir mal hier hochgehen? Hier geht es dann zur Empore hoch. Schauen wir mal. Also klappt, sieh mal.